Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich habe mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar habe ich diesmal 10 Anzeichen, woran ihr merkt, dass ihr verliebt seid. Vielleicht wollen ja einige mal schauen, ob es wirklich verliebt sein ist und ob es sich um was Ernsteres handelt. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Anzeichen für euch, die euch eventuell weiterhelfen können, eure Fragen zu beantworten. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit den Anzeichen an. So, fangen wir mit Anzeichen Nummer 1 an, und das ist, finde ich, sehr, sehr offensichtlich und sollte man wirklich haben, wenn man verliebt ist, und das ist so ein Kribbeln im Bauch, beziehungsweise auch bekannt als Schmetterlinge im Bauch. Wenn ihr die Person seht und an sie denkt oder sie euch berührt oder einfach in eurer Nähe ist, dann habt ihr so ein Kribbeln im Bauch und es geht einfach nicht weg. Es fühlt sich einfach so richtig gut an und ihr wisst dann einfach, er oder sie ist auf jeden Fall die Richtige. So, kommen wir mal zum Anzeichen Nummer 2, und das ist, wenn ihr wirklich dauernd happy seid, und ich meine wirklich dauernd, und nämlich so viel und so oft, dass andere Leute das schon bemerken, wird es langsam ziemlich gruselig finden. Nein, Spaß, so doll ja nun auch nicht, aber ihr seid halt einfach dauerhaft am Grinsen, seid dauerhaft glücklich, besonders wenn ihr an die Person denkt, und manchmal auch einfach nur grundlos, ihr seid wirklich viel öfter besser gelaunt als sonst. Kommen wir mal zum Anzeichen Nummer 3, und das ist, wenn ihr an die Person dauernd denken müsst und vielleicht auch öfters von der Person deswegen auch träumt. Also ich meine so richtig oft, also wenn ihr aufwacht, denkt ihr an ihn, beim Essen denkt ihr an ihn. Wenn ihr am Handy seid, denkt ihr an ihn, in der Schule denkt ihr an ihn, da seid ihr nämlich am Tag träumen. Wenn ihr schlafen geht, denkt ihr an ihn, wenn ihr duschen geht, wenn ihr auf Toilette seid, denkt ihr an ihn. 2000 Jahre später. Ihr denkt einfach wirklich die ganze Zeit an ihn, bekommt ihn gar nicht mehr aus dem Kopf. So, kommen wir mal zum 4. Anzeichen. Und das ist, wenn ihr wirklich alles mit eurem Schwarm verbindet. Und ich meine damit zum Beispiel, ihr rennt sofort zum Handy, wenn es klingelt oder vibriert oder ihr seht, dass ihr eine neue Nachricht bekommen habt, zum Beispiel über SMS oder über WhatsApp oder jemand zum Beispiel anruft und ihr einfach sofort denkt, dass euer Schwarm das war und sonst keiner. Ihr freut euch einfach mega, aber meistens ist es ja so, dass die Realität einen einholt und es war nicht der Schwarm, sondern irgendeine Freundin oder Geschwisterteil oder sogar die Eltern. Und man ist danach einfach mega traurig, wenn er sich entweder nicht sofort meldet oder er sich nicht gemeldet hat, sondern jemand ganz anderes. Dann ist es eigentlich schon ziemlich klar, dass ihr extrem verliebt seid und eigentlich nur ihn oder sie im Kopf habt und sonst niemand anderen. So, kommen wir mal zum Anzeichen Nummer 5, und das ist, wenn ihr wirklich dauernd über ihn oder sie redet. Also wirklich dauernd. Und eure Freunde schon sowas von genervt sind, dass sie am liebsten euren Mund zukleben wollen. Wenn es so schlimm ist und eure Freunde so richtig fett genervt sind davon, dann sollte euch ziemlich klar sein, dass da eigentlich mehr ist und sich wirklich alles um die Person bei euch dreht und gerade nichts anderes irgendwie interessanter sein könnte als euer Schwarm. So, kommen wir mal zum Anzeichen Nummer 6, und das ist, wenn du dich vor deinem Schwarm ganz anders verhältst als sonst so. Und zwar meine ich jetzt, wenn du anfängst zu stottern, du weißt nicht so ganz, was du sagen sollst, du sagst Dinge, die du vielleicht nicht hättest sagen sollen. Und am Ende bereust du es zutiefst, dass du sowas gesagt hast und machst dir selbst extreme Vorwürfe, wie dumm dieser Satz doch war. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, hast du Bock, was zu machen? Und du sagst einfach nur so, okay. Und du denkst danach einfach, also wenn du sowas denkst und dir dauernd Vorwürfe machst, dass du eventuell was Dummes gesagt haben könntest oder du tausendmal darüber nachdenkst, ob es vielleicht das Richtige ist, was du sagst und willst auf gar keinen Fall was Falsches sagen, dann sollte das so ziemlich ein Zeichen sein, dass du ein bisschen doll verknallt bist. Anzeichen Nummer 7 ist, wenn ihr euch mehr Gedanken macht über euer Aussehen als sonst. Und damit meine ich, wenn ihr zum Beispiel eure Freundinnen dauernd fragt, ob das Outfit, was ihr gerade anhabt oder dieses Teil, was ihr da habt, oder diese Frisur oder dieser Lippenstift zum Beispiel eurem Schwarm gefallen könnte. Und ob es euch steht und ob das gut aussieht. Ihr macht euch einfach über Dinge den Kopf, über die ihr euch sonst nie Gedanken gemacht habt. Und versucht einfach immer eurem Schwarm zu gefallen. So, Anzeichen Nummer 8. Ihr wollt wirklich alles über euren Schwarm wissen und sammelt jede noch so kleinste Erinnerung an die Person. Und damit meine ich wirklich jede kleinste Erinnerung und wirklich den letzten Müll. Sei es irgendwie eine Kinokarte von dem ersten Kinobesuch, den ihr hattet, vielleicht das erste Zugticket zu der Person, wenn sie weiter weg wohnte. Oder vielleicht auch einfach nur ein Etikett von etwas, was sich die Person gekauft hat, wozu auch immer. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber man sammelt einfach das unnötigste Zeug, macht vielleicht auch noch extra so eine Erinnerungsbox und versucht wirklich der Person überall, wo es nur geht, zu folgen und alles rauszufinden. Ihr schaut auch dauernd auf das Bild von eurem Schwarm und bekommt ihn wirklich gar nicht mehr aus dem Kopf. Ihr habt ihn vielleicht irgendwo hängen, habt ihn vielleicht schon ausgedruckt, vielleicht als Bild neben euch stehen, vielleicht sogar als Handy-Hintergrund. Das ist meiner Meinung nach so ein richtiges Anzeichen, dass ihr so richtig doll verliebt seid. Kommen wir mal zu Anzeichen Nummer 9, und das ist, ihr seid wirklich dauernd total aufgeregt,
wenn ihr seine Stimme hört, wenn ihr wisst, dass ihr euren Schwarm wiederseht. Ihr bekommt einfach so ein richtig dolles Herzklopfen, wenn ihr die Person seht, in die ihr verliebt seid. Man denkt echt, man ist gleich irgendwie am Abkratzen, weil das Herz so doll klopft. Und man weiß echt nicht warum, weil die Person hat eigentlich gar nichts irgendwie gemacht, aber man dreht einfach vollkommen durch, weil der Schwarm vor einem steht. Oder weil man einfach nur an die denkt. Oder weil man vielleicht nur einfach den Namen hört. Oder weiß, dass euer Schwarm einfach nur online gegangen ist. Man bekommt einfach so extrem Herzrasen. Man ist total aufgeregt in der Gegenwart seines Schwarms. Ja, das kann manchmal richtig extrem sein. Kommen wir zum letzten Anzeichen. Und das ist, wenn ihr so richtig typische Dinge macht, die einfach nur Verliebte tun. Und das ist, sich dauernd Liebeslieder reinziehen. Oder sich die Lieder dauernd reinziehen, die die Person euch einfach mal geschickt hat. Oder so, die er oder sie gerade mega toll findet. Ihr zieht euch wirklich den letzten Scheiß rein. Auch wenn ihr vielleicht die Musik sonst überhaupt nicht mochtet. Ihr mögt sie auf einmal. Oder wenn man Liebesfilme guckt, ja, dann stellt man sich diese Szenen, die man so toll findet, meist immer mit seinem Schwarm vor und dreht dann völlig durch. Man hat zum Beispiel auch auf WhatsApp so einen Status, der irgendwas Besonderes zu bedeuten hat oder hat da vielleicht den Anfangsbuchstaben stehen von der Person und dann so ein Herz-Emoji. Man macht einfach Dinge, die man sonst normalerweise überhaupt nicht tut und bringt alles, wirklich alles mit der Person irgendwie in Verbindung. So, das war's auch schon mit all meinen 10 Anzeichen, woran ihr merkt, dass ihr verliebt seid. Und ich finde, wenn diese Anzeichen eintreten, dann solltet ihr schon so richtig doll verliebt sein und so richtig verknallt sein in die Person. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare halt, wie viele Anzeichen bei euch zutreffen und was eventuell so gar nicht. Das würde mich mal super interessieren. Und falls euch auch noch irgendwelche Anzeichen einfallen sollten, dann könnt ihr mir die auch noch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!